willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zauber ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Hallo, heute machen wir mal ein neues Video, die Welpen im Kindergarten. Und da haben sie jetzt verschiedenste Spiele drinnen und das sind jetzt lauter neue Sachen und da müssen wir jetzt entdecken. Da liegt da unter anderem unser Stubenreindeckerl, wo ich ja immer erkläre, damit werden die Hunde schnell sauber. Jetzt gebe ich ein paar kleine Lecki rein, dass wir mal schauen, wie es dann mit den Suchspielen geht. Der Boden ist jetzt natürlich sehr glatt und rutschig. Das müssen sie jetzt alles lernen mit der Koordination von vier Fussi. Aber der Hund ist ja bei weitem nicht so empfindlich auf Rutschen wie der Mensch. Ich erzähle immer, Hunde funktionieren über die Nase und das ist wirklich so. Wenn ihr euch das merkt und das beherzigt, dann habt ihr euch einen Hund auch ganz schnell erzogen. Alles, was gut riecht, wird vom Hund natürlich angenommen. Und alles, was nicht gut riecht, Essig und Zitrone zum Beispiel, wird vom Hund gemieden. Und die Leckerli zum Beispiel, das haben sie jetzt schon gerochen, da gibt es was. Und dann sind sie alle suchen, finden das und fressen das. Deswegen funktionieren auch diese Futterbälle so gut, weil die einfach nach Essen riechen. Und Essen, das kennen wir auch, ist immer verführerisch. Und jetzt erweitern wir den Kindergarten um einen weiteren Gast. Da ist jetzt unser Sir Lancelot, das ist ein junger Pudel mit 5 Monaten und der tut im Kindergarten genauso mitspielen. Für Welpen ist ja nicht nur wichtig, dass sie fressen lernen und dass sie selber Haferl machen können, sondern sie brauchen natürlich auch soziale Kontakte. Und so wie unsere kleinen Kinder von den öderen Kindern lernen, so ist es auch für alle Welpen wichtig, dass sie mit öderen Hund oder größeren Welpen zusammen sind, weil die zeigen einer wieder ganz neue Spiele. Und was natürlich in einem gut funktionierenden Rudel auch immer so ist, es gibt keine Aggression. Egal ob jung oder alt, jeder spielt mit jedem und da passiert nichts weiter. Da können wir uns wirklich auf jeden einzelnen Hund verlassen. Die Tunnelübung, was da seht, also wir haben unten einen festen Tunnel, der nicht weggelaufen, der ist natürlich total leicht für die Welpen schon zum Durchschreiten. Der bewegliche Tunnel, das ist ein bisschen mehr Herausforderung, aber Stück für Stück lernen halt so kleine was dazu. Und da vorne traut sich einer rein, das stärkt halt das Selbstbewusstsein, alle Spiele machen Geräusche oder diese Ging-Gong-Ente, die spielt ja quasi nie, weil die bewegt sich gegen und das fördert halt einfach das Reagieren. Und reizt halt über das Hirn und macht die Hunde tapfer. Weil jedes Geräusch und jedes neue Erlebnis ist natürlich auch ein neues Dazulernen. Heute machen wir zum Beispiel auch die ersten Fotos schon von den Kleinen, weil wir haben schon Besuch vom Tierarzt gehabt. Die Welpen sind schon gechippt und ich zeige euch das nachher noch in einem extra Teil. Und da ist natürlich klasse, weil da gibt es kein Verwechseln mehr. Jeder hat seine individuelle Chipnummer und die ist genauso einzigartig wie ein Autokennzeichen. Das gibt es halt nur einmal. Und wie ihr da seht, man nennt das Sozialisierung von Welpen. Also wurscht, ob da jetzt was raschelt, was wogelt oder sonst was. Das ist, die Hunde sind gut sozialisiert, sind einfach nicht geschreckt, egal was daherkommt, alles ist klasse. Und dass der Lancelot fünfmal so groß ist, interessiert auch keinen, weil der ist auch ganz klasse und vielleicht kann man auch bei seinem Schwarf einmal anziehen bei Gelegenheit. Und jetzt machen wir noch den absoluten Hundehärtetest. Guck
Also so ein wildes Monster kann nicht daherkommen, dass das die Kleinen irritiert. Wurscht, ob der singt oder spielt, der wird höchstens umgeschmissen, aber sicher geht da keiner zurück. Also die erste Ente haben sie jetzt schon erlegt. Eigentlich brauche ich ja gar nicht so viel quasseln, weil mein Gelabere ist eh nicht so interessant, wie das die Hunde zuschauen. Aber jetzt gebe ich ihnen noch mal ein paar Lecke, dass sie noch mal sechs wir suchen spielen. Schau, was suchen. Was suchen. Und mit dem Suchen sind sie natürlich auch unterschiedlich geschickt. Die einen checken das schneller, halt, da riecht es noch Essen. Und die anderen brauchen halt ein bisschen länger. Man konnte ihnen natürlich da stundenlang zuschauen, das ist mir schon klar, weil eins ist putziger als das andere. Ich muss euch ja sagen, dass in Österreich alle Hunde gechippt sein müssen und registriert werden. Und ich habe das schon tausendmal gesehen, weil das macht unser Tierarzt und wir haben ja immer wieder Welpen. Aber für euch ist das vielleicht was Neues und jetzt habe ich unseren Tierarzt beim letzten Besuch gebeten, er sollte mir so ein Teil da lassen und das ist jetzt natürlich leer. Das ist also eine Spritze, da machst du mal bitte eine Nahaufnahme, dass man die Spitze sieht. Schaut wirklich wild aus und so ein Chip ist aber wie so ein kleines Reiskorn. Es wird immer gesetzt auf der linken Seite zwischen Hals und Schulter. Ich zeige euch das jetzt einmal bei unserem Stoffhund. Wenn das der Tierarzt macht, schaut das so aus. Er zieht da die Haut ein bisschen drunter, sticht da rein, tschack, tut den Chip rein, dann ist der Hund gechippt, dann wird das Ding natürlich wieder gesichert und wandert normalerweise in den Müll. Er hat mir nur eins da lassen zum Herzhang. Den Chip kann man dann mit einem Lesegerät ablesen, da ist eine 15-stellige Nummer drauf. Die ist immer einzigartig, so wie es jedes Autokennzeichen noch einmal gibt. Und wenn jetzt ein Hund wegläuft, kriegt man natürlich wieder zurück, weil man über diesen Chip bzw. über die dann gemachte Registrierung immer genau weiß, wem gehört der Hund. Da gibt es natürlich ein Gesetz dazu, nach dem Tierschutzgesetz, § 24. Und das hat den Sinn, dass man erstens seinen Hund wieder kriegt und zweitens, dass Leute, die zum Beispiel einen Hund aussetzen im Wald, richtig deren Strafe kriegen, weil die haben das verdient. Bei größeren Hunden kann man unter Umständen ein bisschen früher den Chip setzen. Wenn sich jetzt vorstellt, der war echt und das war ein kleiner Chihuahua und diese Spritzen mit deren Hodl, also da warten wir bis zum Äußersten, die werden dann frühestens mit 8-9 Wochen gechippt, wenn halt schon ein bisschen ein Hund im Pötz drinnen ist, wobei im Größenverhältnis natürlich größere Hunde, kleinere Hunde, leider für alle dasselbe gilt, das ist auch das gleiche bei den Impfstoffen, bei der Entwurmung wird dem Körpergewicht noch angemessen, aber die anderen Sachen sind halt quasi für alle gleich. Okay? Dann hoffe ich, habe ich wieder ein paar gescheite Sachen gesagt. Es könnt ihr auch immer nachschauen wegen dieser Chip-Registrierung in der Heimtierdatenbank vom Bundesministerium. Die heißt auch so, Heimtierdatenbank. Und wenn man auf Suche klickt und die Chipnummer von seinem Hund eingibt, dann kommt der registrierte Hund. Wundert euch nicht, wenn da aber nicht euch ein Name dabei steht, weil die persönlichen Daten sind natürlich unter Datenschutz. Da ist immer ein Ansprechpartner mit Telefonnummer dort, den man melden kann. Mir ist ein Hund zugelaufen, bitte verständigst den. Sag einmal, Uschi, kann man eigentlich, wenn der Hund gechippt ist, dass man den orten kann, wenn der da vorgerannt ist? Nein, über den Chip kann man es nicht orten. Das ist nur, wenn man mit dem Gerät drüber fährt, dass man ablesen kann, dass der Hund gechippt ist. Mhm. Und dann kann man eben im Internet die Daten ablesen, beziehungsweise einen Ansprechpartner finden. Aber es gibt eigene Ordnungsgeräte für, also Ortungsgeräte für die Hunde, die man über Halsband zum Beispiel setzen kann. Dann kann man seinen Hund orten, so wie es es ja auch gibt. Ihr kennt sie sicher von den Kindern, die Handy-Apps, wo man dann auch weiß, wo hält sich der Löffel schon wieder auf. Genau. Aber das ist eine andere Geschichte. Besitzer. Dann sagen wir danke fürs Zuschauen, Baba, bis zum nächsten Mal. Da chippen wir dann meine Assistentin.